So einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Da sind wir wieder auf Twitch um 18 Uhr und 58 Minuten. Guten Abend Opi vom Zwerg, guten Abend zusammen vom Komet, moin zusammen von Fuzzi, guten Abend zusammen von Christoph. Euch auch einen wunderschönen guten Abend. Und ein Wassermarsch vom Zwerg, oh ja, den mache ich mit. Prost! Zwerg, hoffe, es geht dir besser. Nein, Zwerg, es geht mir nicht besonders besser. Aber solange ich nur sitze und mich nicht bewege, ist alles gut. Guten Abend vom Holy. Holy, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Einen guten Abend von Enrico. Enrico, dir auch einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend von Dagfredel. Oh, Dagfredel ist auch mal wieder da. Dagfredel, dir auch einen schönen guten Abend. Guten Abend, alle miteinander. Geht's dir wieder besser, Opi, Steffen? Nö. Dir auch einen wunderschönen guten Abend. Moin Opi von Patrick. Patrick, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Hausaufgaben erledigt. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend von der Omi. Guten Abend, Omi von Steppen. Guten Abend zusammen von René. René, dir auch einen schönen guten Abend. Und von Tom, moin. Tom, dir auch einen schönen guten Abend. Okay. Aber nicht übertreiben, habe ich nicht vor. Deswegen ganz, ganz entspannt. Insofern ich das kann. Anja, hallo zusammen. Anja, dir auch einen schönen guten Abend. Das ist das, wenn man schon miteinander gesprochen hatte und dann nochmal guten Abend sagte. Der kann halt nicht so wirklich ohne euch. Nee, so ohne ist doof. Ich hoffe, du hast genug Kaffee. Wie immer. Wenn Tasse leer, dann laufen. Oh, wir können den Junge hier schon mal den Motor anmachen, ne? Oh, ich glaube, hier stimmt was mit dem Sound nicht. Oh ja. Hallo Umi von Zwerg. Opa Pillenparty gemacht? Ja, Umi. Und da haut unser Nebelhörnchen 100 Bits raus. Gute Besserung. Danke, Patrick, für die 100 Bits. Danke, danke. Ganz großes Dankeschön. Ich habe meinen Monitor den rechten jetzt hochkant stehen, muss erst mal damit klarkommen, wo hier jetzt was ist. Omi, grüß dich von der Anja. Omi, hi. Sehr grüß dich von der Anja. Nicht fit Frank, nein, Roli. Wir sitzen die Wirbel fest. Was ist los mit dir, Opi? Habe ich gerade gesagt. Gut. Hi Anja. Max, grüß dich von Anja. Moin, moin von Herbie. Herbie, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend alle zusammen von Johnny. Johnny, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Steffen, grüß dich von Anja. Komm, den lassen wir einfach fahren. Los, gib Gas. Warum macht er nichts? Der flügt ja nicht, der muss noch selber flügen. Piss mir doch die Füße. Dahin. Kirby, grüß dich, Johnny, grüß dich, Tafidel, grüß dich, alles von Anja. Guten Abend, alles zusammen von Johnny. Hoffentlich habe ich ihn unten nicht gehabt. Dir auch einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend zusammen. Einen schönen guten Abend, Samwise. Hallihallo. Na, wie geht's dir? Feierabend, Sofa. Das Was ist wird denn? gut.
Einen Guten wunderschönen Abend guten Abend. zusammen. Ah, guten Abend, Komet, da bist du ja auch. Dir auch einen schönen guten Abend. Hallo Komet. Einen wunderschönen guten Hallo. Abend. Wünsche ich dir auch in alle zusammen, liebe Community. Hoffe, dir geht's besser. Opi, hallo Anja. Michi, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Und nein, dir geht's nicht besser. Missy grüßt dich von Anja. Hi Summers, grüß dich von Michi. Hi Sim von Herbie. Summers, grüß dich von Anja. Hi Komet von Michi. Guten Abend. Zusammen vom Steffen. Hallo Nee, zusammen, Namen einen Sam. schönen guten Abend. Hi, hi in der Runde. Komm jetzt schon vom Herbie. Synchro. Habe ich gut gegessen und gut gestärkt. Das ist schön. Was gab's denn? Das letzte Mal Grünkohl diesen Winter. Wir sind auch schon fertig. Bei uns gab es Kartoffelpüree mit Man Bratwurst. hört es ein bisschen, gute Besserung vielmals. Nee, das ist auch das Hören. Du bist dann ein bisschen matt und da liegt kein Feuer in der Stimme. Was hast du gesagt? Was gab's zu essen? Kartoffelpüree mit Bratwurst. Ach so. Und man kriegt nichts mit. Kein Problem, ich Winke, wiederhole noch mal. winke, winke an Kartoffelpüree. alle Mitspieler. Hallo. Gerade am Kartoffelpuppe essen. Ja, dann guten Appetit. Oh, guten Hunger. Die Mahlzeit. stimmt doch irgendwas nicht. Was macht er denn hier? Oh ja, klar. Kerl in die Kiste. Hi Omi, ich bin Herbie. Hallo Omi. Da ist die Synchro. Synchro. Einen guten Abend, Hausaufgaben erledigt. Sascha, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Und danke fürs Teilen. Danke, danke, danke. Auch schnell erledigt. Und Dankeschön. Ich warte mir erstmal eine. Hallo Omi. Leider nur ein Kurzbesuch. Muss nochmal los. Viel Spaß bis morgen Abend. Lasst es euch gut gehen von Michi. Ja. Ich wünsche einen schönen Abend, Michi. Lass es dir gut gehen. Bei Anja, bei Herbie. Ich mache noch erstmal eine Kupferpause. Mach das an, ja. Tschüss, Missy von Anja. Michi, tschüss von Herbie. Die Pause an mir. Wer hat denn die Pause erlaubt? Anja ist auf einer anderen Map und spielt für sich. Für Herbie, Ja. für Anja. Normalerweise gehören die Pausen mir. Das stimmt. Die Alle Pausen gehen an Komet. Anja verbrät gerade Commit seine Pausenzeiten. Genau, mitgehören dich. Ja, ich weiß noch nicht, ob mir das mit dem Monitor so gefällt, so hochkant stehend. Jedenfalls sieht der PC im Hintergrund sehr gut aus. Dankeschön. Entweder schaue ich Opi zu oder ich mache Grubbern. Bin seit Stunden am Grubbern. Ja, dann mach doch Pause. Tanja. Den OP zu. Vielleicht kriegst du ja die Erlaubnis von Komet mal 5 Minuten Pause zu machen. Ja, du kannst auch für heute zum Grubbern noch Feierabend machen. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder einfach Pause macht? Ja, fürchterlich, ne? Bin das gar nicht gewohnt, dass ich von Herbie Rückendeckung kriege. Normalerweise kriege ich einen Bong.
Fertig mit Bügeln. Oh, ist das Büsenei? Der Büsenei sind jetzt fertig oder du? Ich mache auch gerade Pause. Regentage sind der Horror. Bei mir kommt das ganze Wasser hoch, heul. Das glaube ich. Jeder heult rum wegen nichts, wenn es mal regnet. Bei euch kommt das ganze Regenwasser hoch. Nee. Watten. Scheiß. Auf meiner Weide gegenüber, da siehst du auch mehr als 90% eine große Pfütze und so am Rand so 10% grün. Ja, hier ist jetzt auch so langsam der Punkt erreicht, wo der Ackerboden kein Wasser mehr will. Ja, dann ziehen wir euch weiter, habt Geräte geliehen. Gut. Steht die Wohnung noch Nebel? Zumindest ist das Hemd weiß geblieben und nicht schwarz geworden. Guten Abend alle zusammen von Nicole. Nicole, dir auch einen schönen guten Abend. Zwerg Hai von Herbie. Guten Abend, Nicole. Begrüß dich von Anja. Nicole Hai von Herbie. Ich habe minus 5000 Euro. Das ist komisch. Jetzt weiß ich, warum der nicht arbeiten wollte. Machst du das jetzt? Jetzt arbeitet er auch. Klasse. Bei den Kunden, nicht bei mir. Bei jedem ist geschaut, und obwohl wir die Antwort schon kennen. Zu viel Wasser, zu kleine Rohre. Ja. Prost. Prost. Oh ja, ich habe auch Kaffee. Oli, gern geschehen? Gern geschehen? Das letzte, was ich von dir gelesen habe, war, glaube ich, dass du am Essen bist. Oder das ging in den falschen Chat, das kann auch sein. Hi Max. Passiert schon mal. Hast dir doch gerade Geld geliehen. Gern geschehen, hau da rein. Oh, holy. Doch nicht so weit heute Abend. Nee, Mama. Da wäre ich aber jetzt auch nicht drauf gekommen. Oh, Max Hype von Herbie. Ich habe ja nicht heute genug, den gibt es dann in Überfluss für uns. Ja, das glaube ich dir. Ich hatte noch gar nicht viel Kaffee heute. Ich hatte viel, viel liegen und ja nicht bewegen. Und jetzt habe ich einen Holi, der mich gerade zur Verzweiflung gebracht hat. Was will er denn von mir? Menno. Anja, danke schön, Anja. Wenigstens eine, die zu mir hält. Bis ich den Genick schlappig. War das jetzt ein gehässiges Lachen, Sam? Ich würde heute niemals gehässig lachen. Eben meine Frau ins Bett bringen, macht das, Furby, macht das. Also nur heute? Ja, ich lache nur gehässig, wenn Opi passend antworten kann. Das ist doch ganz einfach. Ich kann passend antworten, dauert vielleicht nur eine halbe Stunde, aber geht. Ist okay, ich versuche mir da zu merken, wann ich gehässig gelacht habe. Hey, was machst denn du da? Warum machst du denn jetzt so ein kleines Feld heraus? Hallo, das ist ein ganzes Feld. Paar das ganze Feld. Menno, Arschkuh, blöde. Mann. Ich würde sagen, hast du schon wieder Geld alle? Spinnen doch die Räume. Guck, ich gehe auch ins Bett, mir reicht's für heute. Mach das, Sascha, mach das. Pfleg deinen Körper. Ehrlich. Broly? Und ein irgendwas mit Fragezeichen kann ich nicht erkennen. Tut mir leid.
Ein Brief oder Geld? Geld. Würde ich jetzt so. Geldscheine und Tagezeit. Doch, der hat seine Bezahlung, der komische Kerl. Aber anscheinend habe ich mal wieder den Falschen erwischt. Geldbank. Licht weg. Ja. Ich steige aus. Eins davon müsste man erkennen. Geldscheine. Das ist ein Geldsack und eine Bank und Geldscheine und Geldscheine und Geldscheine und Geldscheine. So wie der Dame musst du gerade ein wichtiges Telefonat führen. Oh, dann willkommen zurück. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, das möchte ich auch gerne. Einmal im Leben. Danke für den YouTube-Channel. Ich schaue mich jetzt auch mal weg. Darf ich morgen endlich wieder arbeiten? Und der Sascha haut 100 Bits raus als für den Helper als Motivation. Danke an. Danke, Sascha. Und die Anja Tontest. Ja, Tontest ist eigentlich ist der Ton gut, aber ich krieg überhaupt nichts mit. Ganz großes Dankeschön, Sascha. Ganz großes Dankeschön, Anja. Sieht richtig gut aus. Ist jetzt endlich fertig der Raum? Nein, der ist nicht fertig. Die Tischplatten sind noch nicht festgeschraubt. Einer noch. So, jetzt sind die Hühner schon mal wieder mit Futter versorgt. Die haben nämlich gemeckert, sie würden gleich kein Essen mehr haben. Keine immer heute. Das liegt nicht an mir, ob das geämmert wird oder nicht an mir. Ich muss einen Schluck Kaffee trinken. Geämmert, das können wir in Duden aufnehmen. Das Wort des Jahres 2022, geämmert. Heute braucht Opi seine Ruhe. Dann hätte ich den Stream nicht anmachen sollen, Holy. Ich bin vorhin irgendwann aufgestanden, bin ich zur Omi gewackeldackelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du klingst auch richtig platt, Opi. Das kostet fürchterlich Kraft. Das tut nicht großartig weh. Du kannst dich nicht. Wenn du im Bett liegst, du willst dich rumdrehen und du kommst nicht rum. Du liegst da wie eine Zwangsjacke und weißt nicht, was du tun sollst. Da müssen wir heute Vollgas geben, Hopi. Ach, holy. Der kennt entweder nur 0 oder 100. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Macht nichts. Schönen guten Abend, Io. Ist Synchro gleich. Hallo, ja. Komet. Io, grüß dich von Anja. Dann habe ich dann zu Omi gesagt, ich glaube, ich werde kein Stream machen. Lass das mal. Oder wenn, dann nur ohne Kamera. Dann bin ich irgendwann hier bei den anderen gelandet, hab mit denen gequatscht und jetzt läuft doch Kamera alles. Einmal kurz AFK. 0 oder 1 ja. Dazwischen braucht es nix. Digitaltechnik. 0, kein Kaffee, 1 Kaffee holen. Und was dazwischen ist, ne, ist ein scheiß langer Weg heute. Also da kann was zwischen sein. Namens Io vom Zwerg. Io, wie geht's dir? Hallo Zwerg, grüß dich. Och, eigentlich geht es mir gut. Ich bin gerade ein bisschen genervt. Der Steuerberater Finanzamt hält mich auf Trab. Er hat eine ellenlange Wunschliste mit, wo ist der Beleg, wofür ist das gut, was wollen wir damit? Und dann gerade eben Material zusammengetragen, um die zu füttern. Ach ja. Ja, so also, Spaß steht mir auch noch irgendwann bevor. Yay, Freude.
Naja, wollen wir hoffen, dass sie jetzt erstmal zufrieden sind, wenn sie den Kram morgen kriegen. Alles gut. Würdest du dir den LKW schnappen? Der hat schon jede Menge Mehl und so geladen. Entschuldigung. Sammy, ich hab dich gefragt, wie es dir geht, ne? Oder? Ja, ja. Hast du. Aha, gut, ja. Und ich habe erzählt, dass ich mich auf Feierabend freue, mich gerade auf dem Sofa einmummele und es langsam besser wird. Genau. Schöne Steuerprüfung, ja, schön. Ja, Steuerprüfung, das ist relativ. Die gucken im Moment ein bisschen genauer hin, weil wir betriebsmäßig zum Jahreswechsel aus der Pauschalierung in die Option Regelbesteuerung gewechselt haben. Und jetzt sind die so besonders neugierig, wo da Umsatzsteuer verschwinden kann oder nicht verschwinden kann. Ach ja. Beziehungsweise mein Steuerberater ist natürlich besonders neugierig, wo er mir noch was zurückholen kann, selbstverständlich. Der Sarkasmus ist deutlich zu hören. Anja, du glaubst doch nicht, dass der Holy sarkastisch wäre in solchen Fällen. Nein. Niemals. Du wieder doof. WB. Mehl verkaufen oder einlagern? Hattest du geguckt? Was soll ich damit tun? Ich habe noch nicht geguckt. Ich habe nur gelesen, dass sie sich weigert, mehr Mehl zu produzieren, weil sie voll ist. Es sind keine Maschinen im Discount? Nö. Hoho. Ja, eine Maschine, die da war, die habe ich eben gekauft. Moin vom Falco. Falco, dir auch einen schönen guten Abend. Sarkasmus, was hallo, ist das? Falco. Was hast du denn gekauft, Komet? Ich habe ganz günstig schnäppchenweise ein Mähwerk gekauft. Cool. Nämlich das von Winson, oder heißt die Winson die Marke? Kann sein. Dieses rot-schwarze ganz am Ende. Vicon, ja. Vicon. Vicon. Ich sei gegrüßt von der Anja. Vicon, aha. 60% runtergesetzt. Ja, dafür hätte ich das wohl auch gekauft. Ja. Orange kann ich dir leider nicht anbieten, die lassen wir nicht spawnen. Wie hast du Kartoffelchips in der Menge verfügbar? 183.000 Liter. Ihr habt Kartoffelchips? Nein. Es ist ein Liefer- und Transportauftrag da. Aha. Allerdings wollen die eine ziemliche Menge Kartoffelchips, und zwar 183.000 Liter an deine Großhandels GmbH für 150.000 Euro. Uppi, du darfst keinen Witz machen, wenn ich Kaffee trinke. Habe ich nicht. Ich hab nämlich kein Öl mehr. Okay. Dann kann ich die Kartoffelchips auch deaktivieren. So. Was sagt denn mein Ketchup? Dann kann ich ja mal aktivieren. Der läuft doch. Das lagern wir mal alles schön ein. Die Eier müssen wir übrigens auch noch abholen. Die sind auch kurz vor voll. Nachdem die Hühner sich schon tierisch beschwert haben, sie hätten nur noch 2 Stunden etwas zu essen. Die sind aber auch empfindlich. Ich habe ja ein kleines Kaviar-Problem, ne? Mein Fuhrpark füllt sich langsam mit Paletten mit Kaviar. Also noch nicht mal ein bisschen. Klingt danach, als würdest du eine Party geben wollen. Ja. An von Olaf. Von Falco. Olaf. Wow. Muss man da bei der Fabrik hinspringen. Ich hüpfe gleich mal rüber. Ich bin gerade am Einparken. Von dem Zucker könntest du bitte welches in die Cola-Fabrik verbringen, ja? Ja, und übrigens, Kartoffelmehl wird hier nicht angenommen. Nee. Ich war. Ach, Kartoffelmehl spawnt jetzt auch schon. Ja, weil das auch überlief. Ich muss noch mal hier ein bisschen was umbauen. Nicht. Morgen muss ich den Monitor wieder auf Normalstandard setzen. Hochkant passt mir das überhaupt nicht.
Übereinander. Nein, übereinander habe ich. Ja. Das ist gut. Ach, du hast ihn gedreht, montiert. Ah, Ich habe okay. den montiert und dann gedreht. Mhm. Und jetzt habe ich den einen zum Lesen hier oben. Und hier nebenan habe ich den Stream. Jetzt muss ich dann hier. Vielleicht ist das so rum besser. Ich teste ja noch. Mir fehlt was. Da muss ich hin. Oh, teste mal. Ich kann die Eier holen gehen. Ich habe das Wasser in den Gärten aufgefüllt. Ah ja, gut. Das hier hin. Wo hast du denn hier? Ich bin hier da oben. Suchst du? Nee, auf der anderen Seite der Straße ist die Kaviarfabrik. In der Senke war die, ne? Hier ist Kaviar. Rechts von der Fabrik. Ah, oh. Ah. Oh. Ja. Ja. Mit gibt eine größere Party. Der gibt eine größere Party. Aber ich verstehe nicht, warum ich meine Schnellaktionsleiste nicht mehr benutzen kann. Okay. Hallo, wo bist Aber denn das du ist da? doch nicht monitorabhängig, oder? Nee. Ich kann keinen Kanal raiden, nichts mehr machen. Was ist das? Komm, zieh dich mal hier auf den Hauptmonitor, gucken, ob ich das dann machen kann. Was mache ich denn jetzt mit dem Kartoffelmehl? Stell's mal irgendwo hier vorne ab. Ich nehme es mit dem Kleinen und da steht doch schon ein ganzer Stapel auf dem ehemaligen auf dem Ballenlagerplatz. Ein ganzes halbes. Ein ganzes halbes. Ein ganzes halbes, okay. Ich Wollte mal gerade sagen, gucken. stellst du meinen Kaviar, aber also das fällt nicht auf. Da ist alles. Aha. Also Komet bringt den Kaviar mit, Opi die Chips und wir die Getränke. Und können eine richtige Party schmeißen. Jetzt hat Opi auch noch. Ich schmeiß gar nichts. Hör auf, du Hupen, du sollst das hochheben. Ich glaube, das, was jetzt aus der Fabrik gefallen ist, ist auch noch alles Kartoffelmehl. Mal gucken hier. Nebel, habt ihr eine Idee, was ich kochen kann? Irgendwas, was sehr, sehr schlecht anbrennt, würde ich vorschlagen. Wasser. Pures Wasser? Ja. Was gab es denn bei unseren Zuschauern zum Abendessen oder zum Mittagessen? Vielleicht ist er dabei für unseren Komet. Wir hatten als Den Pachtel. Abendessen Buttergemüse, Kapü und Bratwurst. Und Ja. dazu ein Süßchen. Ein helles Süßchen. Und heute Mittag hatten wir die Reste Bollo von gestern. Nudelbollo? Yep. Ja. Was für Nudeln? Gestern Abend Spaghetti Gut. und heute Spirelli. Aber die sich so ganz weit aufwickeln lassen. Die Teig produzieren, braucht er jetzt Wasser. Zum Mittagessen gab es Calzone bei Anja. Hattest du nicht erst Calzone? Ja, ich glaube am Wochenende, als sie mit ihrem Sohnemann essen waren. Anja, bist du jetzt Calzone-süchtig? Kann ich vollkommen nachvollziehen. Die hat sich das zu Herzen genommen. Obi hat gesagt, sie soll sich einen Vorrat anlegen. Aber doch nicht von Calzone. Wieso? So von Knabberzeug, damit sie was hat. Ach so, ist so eine Pizza ist Knabberzeug. Genau.
glaube, zum Abendessen auch noch Calzone, ja. Kartoffelpüree mit Spinat und Fisch. Auch nicht schlecht. Das Boot hast du schon entführt. Nö. Dann habe ich das vorhin entführt. Das hattest du entführt, genau. Guck gerade mal, Kartoffelmehl, wie ist denn da der Kurs? Apropos Anja, ne? Das mit dem, wenn du deine Quiekkunst entfalten möchtest, ne? Bei uns hier im Chat, dann kannst du ruhig hier reinkommen und mitreden. Das musst du jetzt nicht jedes Mal erfragen. Ich hab das Bild gesehen, Herbie, von Anja. Ich weiß noch nicht, wo ich hingucken muss. Da habe ich jetzt den Chat, da habe ich den Chat. Nudeln mit Spinat und Ei. Ich habe das Bild auch gesehen. Das war der Grund, weshalb es bei uns heute Kartoffelpüree gab. Herbie hatte Kapü und Spinat. Sah gut aus. Ja, und Soße dazu, glaube ich. Und dann habe ich das gesehen und dann wusste ich, ich muss heute Kartoffelpüree essen. Ja, das ist aber knuddelig, Nebelhorn. Das war einmal knuddelig. Das hat er geschafft. Oder das knuddelige Hemd ihn, aber geschafft ist es. Ja, ich weiß, dass das Palettenlager kein Kartoffelbrot nimmt. Wieso sind die Preise so im Eimer? Ja, falsche Jahreszeit. Das ich glaube, wir müssen uns so eine... Teller für meine Frau. Da ist der Discord-Link, dankeschön. Ich glaube, wir müssen uns so eine Sino-Platte bauen, um Paletten darauf zu lagern. Ich meine, ich könnte die Kartoffeln natürlich auch gegenüber in der Auffahrt lagern von der Autobahn. Nee, lass mal stecken. Das Hemd war ja auch im Trockner. Pack doch kein Hemd in den Trockner, man hängt das nass auf. Du hast doch vorhin gesagt, du hast das nass aufgehangen. Oder habe ich da was Falsches? Ich habe ihm das vorgeschlagen. Ja, und er hat doch gesagt, warte doch, oder? Ja. Und da habe ich gesagt, das sieht aus, als wenn es aus der Ecke geknullt gekommen. Ja, ich habe gesagt, wie aus der Plastiktüte. Und der Thorsten haut 100... Bits raus. Dankeschön, Thorsten. Ganz großes Dankeschön. Danke, 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 danke. Weil irgendwas stimmt mit meinem Sound nicht. Es steht auch laut, aber der Sound ist nicht da. Spielsound? Oder wir? Nee, der Sound vom... von meinen Bits. Irgendwie ist der nicht da. Der ist zwar... noch eine Bäckerei bauen, die Kartoffelmehl verarbeitet. Dann haben wir allerdings ein Problem. Ist alles wenn, ja eine, wenn ich hier eine abreiße, dann die ist voll. Die ist auch voll. Das hilft uns auch nicht. Also eine abreißen hilft uns auch nicht so sonderlich, weil... Dann ist sowieso zu wenig Mehl da. Ja. Zu viel Mehl da. Also eigentlich bräuchte man noch eine. Ja, mal gucken. Lass uns zuerst mal unsere Kühe machen. Wupusch. Ich vermute, hallo Anja. Hallo. Einen schönen guten Abend, Anja. Hallo. Anja. Was wollte ich jetzt machen? Ich brauche den Steinesammler. Da. Und der Patrick haut nochmal 300 Bits raus. Dankeschön, Dankeschön, Thorsten, für deine 100 Bits. Danke, danke, danke. Und danke, Patrick, für deine 300 Bits. Dankeschön. Ganz großes Dankeschön. Für eure Vorschläge, sagt er. Bei mir gibt es nachher Reibekuchen. Mhm. Und Schnitzel.
bekommen hast. Reibekuchen und Schnitzel? Mhm. Aha. Ja, wenn dann richtig. Guten Abend zusammen bei Michael. Michael, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Ja, ist im Endeffekt nicht viel anders als Rösti, also. Guten Abend, Michael. Hm. Hallo, Michael. Was denn? Spielst du Domino? Michael, grüß dich. Und dazu kann ich noch Reis mit Gemüse essen. Ja. Das ist auf jeden Fall abwechslungsreiche Ernährung. Ich bin immer noch nicht weiter, was ich kochen kann, doch dank Opi gibt es jetzt Schnitzel mit Pommes. Ah, komische Zusammenstellung. Ja, das macht nichts. Das war noch im Kühlschrank und musste verarbeitet werden. Prost. Prost. Zum Wohl. So, ich soll Zucker in die Pepsi-Fabrik fahren? Ja, ich fange gerade schon an. Ach so, das hätte ich doch machen können. Okay. Vielleicht die abladen, dann kannst du das machen. Warte. Fahr rüber, lad auf. Warum sollst du hier nochmal abladen? Hallo ihr Lieben, zockt Iosem und Anja vom Michael. Michael, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Hatte ich doch gerade schon, ne? Ja, hatte ich, ja. Guten Abend. Ja. Uhu. Reibeplätzchen mit Apfelmus. Ja, kann man machen. So, ich bin voll. Dann kannst du den Rest ins Lager schubsen. Gerade ist hier schon voll. Uiuiui. Mhm. Ja. Io, könntest du mal die Schultern ein bisschen anheben, dann nach ganz, ganz, ganz weit hinten auf den Rücken zusammenführen und dabei die Arme hochstrecken? Ja, und jetzt? Hat nicht geholfen, schade. Okay. Ich glaube, es lag daran, dass Io es falsch rum gemacht hat. Guten Abend an alle von KSD, ist dir auch einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, du solltest so rum machen. So rum? Ja, okay. Ja, ich glaube, das war richtig. Das hat auf jeden Fall geknackt bei mir. Oh. Schnitzel mit Pommes von Herbie. Und dir, Opi, gute Besserung und einen schönen Abend. Komm gerade vom Sport, bin fix und alle, guck noch zu. Oh, mach das. Erhol dich. Nee, anstatt Pommes gibt es Kartoffelsalat. Den kannst du behalten. Tschüss. Viel Spaß beim Singen, Patrick. Kartoffelsalat. Bio, das Nein. andere links. In ganz dünne Scheiben musst du sie schneiden. Kartoffelsalat. Rappelt es bei euch, dann fahre ich die Paletten wann anders. Ich stehe gerade. Rappelt nicht. Also bei mir nicht. Ich fahre extra in ganz kleinen Mengen. Das ist bei Zucker vollkommen egal. Das hier ist kein Zucker. Wie geht's denn der Anja heute Abend? Och, es geht eigentlich. Seit in Frankreich, kurz vor zwei, bin ich am Vorstellen. Ach so. Erst habe ich mein Feld fertig gemacht. Dann habe ich die drei Oberaufträge angenommen. Jetzt hänge ich beim letzten Auftrag rum. Jetzt grubbert die Anja sich einen Wolf. Ich habe gerade nicht an das Lied gedacht. Ja, zu spät. Ja, und seit Stunden grubber ich auch und da habe ich jetzt mal Pause verdient. Genau. Ich habe gerade eher den Ohrwurm, ein bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Aha. Ja, ich glaube, da bin ich drin Haushalt schuld. Das halt macht sich von allein, sagt mein Mann. Anja, du hast immer Pause verdient. Ach, dankeschön. Der will nur nicht streamen, lass dich nicht einwickeln. Ach, so geht das hier jetzt. Als Manager habe ich immer Pause verdient. Sage ich auch immer, sagt der Herbie. Ja, Herbie, du kannst das ja auch sagen, du bist ja die Hausfrau. So.
Und in dem Falle der Hausmann. So, was? Gerade was jetzt noch zu tun ist, als nächstes. Haben wir hier noch logistisch irgendwas zu kramen oder haben wir Feldarbeit? Wir haben nichts mehr, was richtig dringend ist. Es ist aber alles voll. Das kommt drauf an, wie viel Geld du heute brauchst. Ja, sonst können wir hier auch zur Pause machen. Da war ein Io. Hier schüttelt es wieder. Da war ein Opi. Ah. Vorbei. Weg. Oh ja. Bei uns auch. Was machst du denn hier? Von wegzufahren. Wieso fährst du rückwärts? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich nur gebremst. Und dann plötzlich fährt er von alleine rückwärts. Hier schüttelt es auch toll. Es rastet gewaltig auf mein Dachfenster. Ja. Bei mir auch. Wir haben heute Morgen echt die passende Wetterlücke abgepasst. Das Wetter ist auch so langsam nicht mehr schön. Ja, du hast das die Strohladelücke gut erwischt. Genau. Boah, was machen wir denn? Ja, bei mir in der Gegend sind einige Äcker auch schon sehr nass. Aha. Hier auch. In den tieferen Gruben oder Kuhlen, wie man das auch nennen mag. Senke? Ja. Da steht schon das Wasser drin. Ich wollte auch mal anjahen. Wie er sich freut. Klugscheißer. Was wolltest du? Ich sag doch, ich anjahe jetzt. So. Du anjahst jetzt. Ja, ah, ja. Genau. Bei mir schneit es. Ist für uns erst zum Wochenende angekündigt. Nein, nicht so ein Quatsch auch noch. Das braucht doch kein Mensch. Hallo. Dafür haben wir doch Norwegen. Genau. Oh je. Ich muss dann ins Norden kommen. Oh je, was? Nee. Wo ist Opi und Gemeinde und Wassermarsch vom Nebelhorn? Ich muss dringend die Monitor wieder auf normal umbauen. Da kommt kein. Oh Gott, nee. Prost, danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Ich mach die Zuckerrüben bei uns am Hof schon mal weg, damit wir da Raps oder so hinsehen können. Genau, dass da mal was in Wallung kommt. Also wir haben im Moment nichts, was Schneeregen schießt. Prost. Schneeregen. Hallo Zwerg. Oh je, wegen Schnee, ja, da hast du recht, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Jetzt haben wir das Problem, jetzt ist der Sattel auf Liga voll, ne? Das ist nicht schlimm, ich fahre das so ins Silo. Ist ja nicht weit. Das ist mit dem Bruder aber doof. Das geht. Also du, ich kann dir entweder einen Anhänger geben oder ich besorge uns noch einen zweiten Auflieger. Ich hab alles auch, gut, ich komm klar. Ich hab da auch Anhänger, wenn ihr Anhänger sind. Oder so. Oder so. Ich bin auch sehr anhänglich. Aber dich kann man nicht. Dich kann man nicht abkippen. Naja. Ja, genau. Ich bin zu anhänglich. Die Calzone heute Mittag habe ich mit meiner Mutter geteilt. Aha. Und dann ist trotzdem noch welche über für heute Abend. Ja, eine ganze Calzone. Ja. Oh, du trägst mehrere geordert. Wir haben Vorrat. Ja, zwei Stück. Eine für heute Mittag und eine für heute Abend. Oha, da ist jemand kalzonensüchtig geworden. Ja. Und ich hatte auch keine Lust zu kochen. Was machst du jetzt? Wieder mittendrin ansetzen? Hallo? Ja, was ist denn mit meinem Helfer heute los? Dein Helfer hat vielleicht ein bisschen zu viel Urlaub gehabt.
Gefällt dir denn die neue Tischplatte und so, außer dass der eine Bildschirm sich bitte wieder in die Waagerechte begibt? Sehr gut. Ich muss die nur noch zusammenschrauben. Nein, festschrauben. Die liegen zwar auch, die. Aber dazu bin ich nicht mehr gekommen. Mhm. Schmeckt aber auch lecker von Herbie. Ja, da hast du recht mit Herbie. Und der Discord-Link. Dankeschön. Ja, das ist so eine. Ja. Ich gehe mal Aggressivität rauslassen. Klopf mal Schnitzel. Ja. Verkloppt du mal das tote Fleisch. Also lass deine Hände in Ruhe. Das arme Schnitzel. Danke für den YouTube-Link, Herbie. Wo hast du die Hilfe bei dir heute auch gegeben? Ich habe keine Ahnung. Kabel rumwurschteln, du Katze. Was willst du jetzt mit Döner? Mit Döner, Anja. Nein, ohne. Calzone mit Dönerfüllung. Sie ist übrigens erntereif. Dönerfleisch. Auf der Karte guckt es bei euch fast alles ernt. Ja. Ja. Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher hier. Nebelhorn haut Patrick raus. Ja, klasse. Haut Kaffee raus mit Einhorn. Ohne geht gar nicht. Ich habe auch meistens nur noch mit vegan, Anja. Glaube ich nicht. Nein. Das mit Salami, Champignons und Schinken. Oh. Bis mir die Worte eingefallen sind. Einfach nur eine zusammengeklappte Pizza. Das ist ein Riesenteil. Ja. Das fällt es für dich, das fällt es für dich. Wir haben zum Glück inzwischen so viel Vorrat von allem gehabt, dass wir keine Zeitdruck haben mit dem Ernten. Oha, ich muss gleich auf jeden Fall noch kalken. Mhm. Auch das fällt kalt. Käse von Patrick. Kaffee von Herbie. Helfer, wo fährst du lang? Okay, ich schmeiß mich raus, okay. Hä? Ich glaube, Obi, du kannst mal wieder den Helfer rausschmeißen. Ach ja, klasse. Nebel, gute Nacht. Hm? Ich verstehe auch Nebel. Nö, okay, ich schmeiß mich raus. Keine Ahnung. Jo, hast du eigentlich noch deine Kettensäge am Mann? Ja, hab ich. Könntest du gleich mal gucken, ob der eine Baum bei mir zu fällen wäre? Kann ich machen. Das mache ich sofort. Eine Sekunde. Jo. Ist um. Zop, 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 zop. Wo bist denn du da? Ich esse doch meinem Essen das Essen nicht. Um Feld 56. Der hier unten. Kriegst du den hier gefällt? Ich weiß nicht, warum er das macht. Ich weiß es nicht. Wo ist er? Siehst du den nicht? Den hier? Ja. Ja, probieren wir mal.
Wir müssen übrigens die 70 noch auf fertig ansehen, habe ich gerade festgestellt. Ah, er lässt sie auf jeden Fall umschmeißen. Boom. Dankeschön, das mache ich. Er muss also am besten in einem Stück wegräumen. Ja, ich habe ja hier mein Biomassanlage, die kriege ich da, glaube ich, reingeschubst. Feld 70 ist noch nicht angesät. Nein, ist nur bis. Wir sind bis zum Steine sammeln. Wir müssen noch Steine sammeln. Nee, echt? Ja. Oh, cool. Groß Steine sammeln. Erst jetzt bitte in die richtige Richtung. Ich möchte den Kalksteuer holen. Hast du nicht gehört, du Helfer? Der Opi wünscht, den Kalkstreuer zu holen. Das wird falsch rum. Ja. Fang doch bei auf der anderen Feldkante an. Auf der anderen Seite. Nein. Der soll gefälligst da fahren, wo ich dann will. Ostie Power hat einen Raid da gelassen mit 22 Personen. Dankeschön, ganz, ganz großes Dankeschön. Hallo, herzlich willkommen. Für deinen Raid. Danke, danke, danke. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Und herzlich willkommen. Und Mustang hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Audis. Wunderschönen Dankeschön. Guten Abend. Basti, grüß dich. Hurra, hurra, die Ossie Power Basti Gang ist wieder da. Oh Gott, das Owa. Nein, wer sagt denn sowas? Owa. Guten Abend von Ossi. Hier auch einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Ah, die Sambas hat uns schon einen Shoutout gemacht. Dankeschön, Sam. Danke, danke, danke. Bitteschön. War immer sehr gut und lustig. Das ist schön. Das ist sehr schön. Kirby! Ich möchte ich oder möchte ich? Ja, mach. Und Brot hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Raudis. Und die Samwise hat den vom Ossie Power den Link gepostet. Da dürft ihr mal alle rübergehen, euch mal da verewigen. Hm? Machen wir doch. Ich hab wieder was, juhu. Und danke für die Follower, dankeschön. Wenn ich heute nicht so hervorragend toll reagieren sollte, liegt es daran, weil ich mich nicht hervorragend toll fühle. Ich wollte zumindest einen kleinen Stream machen. Daran habe ich nicht gedacht, dass man mich auch noch überreden kann. Ich war mal so fein, habe einen Follow da gelassen. Dankeschön. So, bin weg zum Anschluss. Fahrkarten bitte. Und der Ostie Power hat 100 Bits da gelassen. Dankeschön für deine 100 Bits. Ganz, ganz großes Dankeschön. Ich glaube, ich erschlag gleich den Helfer. Soll ich dir ein Loch buddeln, wo du ihn dann reinschmeißen kannst? Ich kenne Ecken auf der Map, da findet ihn niemand. Was? Über Raiden? Ja, ich hatte eigentlich gedacht, ich überstehe die Zeit meiner Pflichtzeit des Streamens, aber dann. Ne, dann werde ich halt dann überrated. Und, ach. ihr wisst schon, was der Opi nicht meint. Ja, küsst du doch die Füße, Mann. Überfallen mit einem Raid. Ah, herrlich. Prost. Prost zusammen. Prost. Füß mir doch Michael, die Füße. Michael, grüß dich. Herbie, hä? Das ist Anjas Spruch, Herbie. Kannst doch nicht einfach Anjas Spruch klauen. Michelle, heiern alle. Nee, heiern.
alle zusammen. Michelle, ich wünsche dir auch einen schönen guten Abend. So bin mal wieder raus und euch noch viel Spaß. Danke für deinen Raid. Dankeschön. Das wird sehr schön. Ich tschüss, schönen Abend. Sagte mir mal nach dem Stream, dass ich beim Ossi Power einen Follower machen muss. Ja. Mach mal. Kling mal hin. Danke, bis heute. Danke, danke, danke. Ramona hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Raudis. Dankeschön. Patrick, die Fahrkarten kriegst du morgen. Der Patrick haut nochmal 100 Bits hinterher. Dankeschön, Patrick. Zum Abschied sage ich leise Servus. Dankeschön, ganz großes Dankeschön. Patrick, lass es dir auf jeden Fall gleich jetzt gut schmecken. Wie geht's euch? Michelle, mir geht's bescheiden. Wie geht's dir? Guten Appetit, Patrick. Tschüss, schönen Abend noch. Später eine gute Nacht. Ich hab ein Ä mehr wie Anja. Hä? Achso. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Ne? Auch ich bist aber heute beim Arzt zum Testen, morgen Auswertung und eventuell Behandlung. Nicht gut, ja, aber du bist dafür ja prädestiniert, du bist ja der Parzellenmutterschiff. Ja, so ein bisschen was. Sag mal, wenn man die Michelle mal liest, dann hat man das Gefühl, die zeigt auch immer auf, wenn es irgendwas zu vergeben gibt, oder? Naja, die hat die Hände immer oben. Juhu, hier. Hier, ich. Ich dachte, das wird ich. Ja. Ja, vergiss. Also. Vergiss. Jetzt setze ich dich da hinten hin. Wenn du jetzt durch den Wald fährst, du Depp, ne, dann schlachte ich dich. Dann ist vorbei. Ja. Ich meine. Möchte jemand den Helfer übernehmen? Genau. Ja, ich sag mal so, wir können ihn ja warm halten für den Eckhart, wenn er mal wieder da ist. Der speist ja immer gerne Dinge auf den Grill, also. Helfer günstig abzugeben. Kaum gebraucht. Kaum gebraucht. Vielleicht solltest du ihn verschenken, dann musst du dir um ihn keine Sorgen mehr machen. Nee, der muss schon günstig abgegeben werden. Ich brauche nämlich einen Zettel, wo was draufsteht, dass ich den Quitt geworden bin, damit er ja nicht wieder zurückkommt. Okay. Wir bieten 1 Euro. Kaum zu gebrauchen, ja. Ich habe gesagt, kaum gebraucht, ne? Kaum zu gebrauchen, dann ist der bessere Ausdruck. Ja, stimmt. Wahrscheinlich beides. Er macht's richtig gut. Ihm bleibt noch nicht viel über, wenn ich ganz am noch mehr Fellkante geht nicht. Der könnte abbrechen bei der Hälfte oder so. Oh, Komet! Wann streamst du wieder? Haben wir das schon alles erlebt? Ja, endlich, ihr macht es. Heute ist der Helfer schuld. Heute ist definitiv. Ja. Enrico, grüß dich. Kriegst wahrscheinlich mehr mit einem guten Zeugnis, Opi. Vielleicht hat ja jemand noch einen größeren Grill zu Hause und weiß, deswegen nehme ich mir den. War stets sehr bemüht. Heute ist der Helfer schuld, ja. Und Tani hat einen Follower dagelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Raudis. Hallo, herzlich willkommen. Ich lehne mich mal eben nach hinten, ja. Ja. Wenn das nicht ein Fehler ist. Oh. Tschüss an alle, muss noch mal weg. Bis morgen. Thorsten, ich wünsche dir einen schönen Abend. Lass es dir gut gehen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss, Thorsten. Bis morgen. Schönen Abend. Gute Nacht. Wir ziehen dann auch mal, wenn das gleich schief geht, mit dem nach hinten lehnen. Nee, geht schon. Okay. Hallo? Rübenruder, Rückwärtsgang. Du hast eine gute Nacht vom Herbie. Mit dem oberen Monitor ist gar nicht schlecht, da hat man einen schönen Überblick. Aber ich habe das Lesen lieber auf der rechten Seite, weil dann gucke ich mehr in Richtung Kamera.
Also noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Ja, ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung, Michelle, und viel Glück. Gute Besserung, richtig. Toi, toi, toi. Genau. Ich gehe jetzt den Kalkstreuer holen. Los. Hat ja nur eine Stunde gedauert, bis ich den blöden Helper ans Laufen krieg. Düngestreuer? Kalkstreuer steht da hinten. Ducke-ducke-du, ducke-ducke-du, mit dem Jungmischuh. Ihr müsst die Helfer und Maschinen etwas mehr streicheln, dann geht's auch. Ach so. Ist okay. Herbie sagt, wir behandeln unsere Helfer schlecht. Nein, nein, nein. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn der Herbie mal drüber nachdenkt, wie lieb ich immer zu ihm bin, ne? Und der funktioniert auch nicht. Also warum sollen dann die Helfer funktionieren? So, die Kabelkanäle sind jetzt auch da. Oh, danke, Omi. Nicht nur waschen, also. So, auch föhnen und legen. Ist klar. Noch eine Kopfmassage zwischendurch. Heißwachs. Heißwachs. Boah. Genau. Komm, wir machen ein bisschen Waxing. Okay. Von mir aus auch mit Zucker. So, jetzt Couch. So, in 20 Minuten würde ich mich über einen Max voll freuen. Ja, das könnte ich einrichten. Wenn du dann sagst, dass du da bist und soweit bist, dann schmeiße ich dann den LKW an. Der Herbie hat was geschrieben und danach hat er Opi geschrieben. Ja, Herbie, und dann lacht er. Wir haben ein Wort für die Bannliste. Ein perfekter Plan. Ja. Ja, Michi. Vielleicht hebe ich mir die Calzone auch auf. Für morgen. Du denkst so viel über deine Konsole nach, dass sie das unter Garantie nicht überleben wird. Ich glaube auch nicht. Ich bin nämlich irgendwie noch satt. Das Wort heißt noch. Selber, ja, Harry. Und? Kann sich schnell ändern. Kann ich auch, Harry. Juhu, die Kabelkanäle sind da. Juhu. Solange du jetzt nicht nochmal alles abbauen musst, um die Kabelkanäle wieder ordentlich dran zu kriegen. Nee, nee. Nur die Kabel weghalten. Die werden drunter geklettet. Ah, sehr schön. Muss eigentlich nur noch 4 Löchlis bohren, mindestens 4. 4 Schrauben reindrehen. Dafür muss ich aber unter den Schreibtisch und da habe ich im Moment, glaube ich, nicht so wirklich die Lust drauf. Ja, kann ich verstehen. Und für die Kanäle muss ich wieder hinter den Schreibtisch, da habe ich auch im Moment keine Lust drauf. Kann ich erst recht verstehen. Also ich glaube, wenn Opi auf seinem Stuhl sitzen würde und wir den höhenverstellbaren Schreibtisch ganz nach oben fahren, dann könnte er drunter rollern. Jetzt wirst du komisch. Wir haben gestern die höhenverstellbaren Schreibtische fürs Büro aufgebaut. Leo hat also auch einen halben Abend unterm Schreibtisch verbracht. Aha. Sowas schreibt Herbie und der Discord-Ding, den hat er auch rausgehauen. Wir haben gestern mal was Neues probiert, den Gin, den ich in den Discord gestellt habe. Den habe ich nicht gesehen, sorry. Deswegen mache ich das ja auch. Aha, die Omi erbarmt sich und krabbelt dahinter. Du bist noch schlimmer. Ja gut, du hast die Knie platt. Du weißt nachher nicht mehr, wie ihr laufen sollst. Auch gut, Omi. Hervorragend.
Ich würde ja warten, bis Besuch da ist. Ja, von Herbie. Nee, mach selber, wenn es was werden soll. Hör auf damit. Oh, da könnte sich die Hexe freuen. Nein, ich hab nicht Hexe. Ich hab die Bandscheiben sowieso platt. Fuzzi, grüß dich. Als ich noch nicht Hallo gesagt habe. Habe ich den Fuzzi überlesen? Keine Fuzzi, Ahnung. Dir auch einen schönen guten Abend, aber. Wenn nicht, dann doppelt. Macht nichts. Doppelt ist besser, ja. Erstmal Hallo Fuzzi. Machen wir es nochmal. Ich weiß es auch nicht mehr. Hallo, schreibt er. Tut mir schrecklich traurig, aber hat du Copy Sieb, hätte ich notieren müssen. Ja, dann hallo Fuzzi. Dann haben wir es jetzt offiziell. Dann machen wir es richtig. Hallo, schönen Abend. So, bei dem Text Steine sammeln. Hi Fuzzi von Holy. Jo, reicht jetzt. Namen Fuzzi. Hallo. Hallo Fuzzi, haben wir dich heute schon gesehen? Anja, hast du schon gesehen? Der Fuzzi ist gekommen. Ja, ja. Hallo Fuzzi. Vergraut mir meine Zuschauer nicht. Danach muss ich ja arbeiten und das heißt Schreibtischarbeit. Da werden die Knie, irgendwie fehlt da was. Wenn die Knie nicht benutzt, da hast du wohl recht mit. Fuzzi, hi von Herbie. Ach, von Fuzzi. Ach, die Knie geschont, ja. Du musst ja auch danach nicht eventuell vielleicht mal so bis zur Toilette wackeln, ne, oder so, läufst dann auf Ohrläppchen oder wie. Die rollt dann mit dem Schreibtischstuhl. Ja. Dafür hat man die doch, oder? Genau. Jetzt habe ich jetzt erkannt, warum ich die habe. Alles eben, ehrlich sein. Das ist das Abend Beste am Schreibtischstuhl, dass man sich drehen kann. Hui. Genau, Anja, du hast es erfasst. Hui. Aber auch einmal andersrum. Iu. Weil sonst wird mir schlecht. Kann vielleicht daran liegen, dass ich schon seit kurz nach 7 wach bin. Boah, wow. Anja! Was ist mit dir passiert? Wow. Bist du aus dem Bett gefallen? Wahnsinn. Nee. Du bist schon eine Stunde wach. Die Anja hat eigentlich gedacht, die könnte mit streamen. Dann hätte ich 19.15 Uhr gesagt. Mann. Mendo, lass mich. Frisst mir doch die Küsse. Genau. Auch schön. Ja, füßt mir doch die Küsse klingt halt wie in einer Thai-Massage. Ja, ne? Auf der Rücken springen und rumtrampeln. Ich empfehle nicht, dass Io auf deinem Rücken rumspringt. Wer tanzt? Ich glaube, die Idee ist vielleicht nicht so gut. Wer macht schon Ballros weit werfen, hä? Oh, habe ich das jetzt laut gesagt? Entschuldigung. Nein, überhaupt nicht. Ich habe nichts gehört. Ich habe die Augen zu. Quatsch. Achso, du spielst LS auf Gehör. Ist auch interessant. Naja, spätestens wenn es platsch macht, weiß ich. Upsi, da war der See. Oder der Fluss. Genau. Aber ihr merkt schon, dass ich die ganze Zeit an einer Kaffeetasse rumnuggelt. Damit du bloß nicht aufstehen musst. Ja, ja. Nicht aufstehen. Ja, moin von Risix. Ja, auch einen wunderschönen Hallo. Guten Abend. Da war Risix.
den Wagen. Anja hat aber heute Nachmittag nicht geschlafen. Sie hat nicht einmal gemuckt. Ja, siehst du mal. Bäh. Soll ich das mal machen? Nee, Omi, wenn dann wackel ich selber. Du kennst mich doch. Endlich mal Menschen, die meinen Namen richtig aussprechen. Resix, was soll daran so schwer sein? Ich hätte ein scharfes S vielleicht rausgebracht wegen dem Doppel-S. Resi X R zum Beispiel. Resix, sagen vielleicht Leute. Resix. Kann man da was machen? Entschuldigung. Wir spielen jetzt nicht mit deinem Namen. Alles gut. Aber du hast angefangen. Er hat uns aber als Menschen betitelt. Hallo? Ja. Gar nicht so schlecht. Gibt schlimmer. Ja, klar. Genau. Er oder sie. Das macht nichts. Na komm schon. Lädst du jetzt ab, du. Ob männlich oder weiblich. Die meisten nennen mich Resi oder sagen das X einzeln oder... Am allerschlimmsten, die sagen, das Germit. Ach so, ja. Das gehört doch wohl kaum zum Namen, ist ja wohl nur er. Es ist ja wohl klar, dass das Germany heißen soll, ne? Gehe ich auch von aus. Ja. Da müsste sogar der höchste Vollposten noch mitkriegen. Ich aus Germany. Oder Anja. Ich gehe von dem Spieß. Du hast so viel Kreuzworträtsel gemacht. Du hast so viel Kreuzwort, genau. Nee. Oder Gerau. Hä? Dein Name ist zur Zeit zumindest Programm, das ist schon mal nicht schlecht. Jupp, das steht dann nur, weil ich mein Passwort und die E-Mail von meinem Account von vor 10 Jahren nicht mehr habe. Ja, gut. So, und ich werde jetzt mal wackeldackeln. Ein Wackeldackel, du. Fröhliche Kaffeereise. Bis gleich. Dauert ein bisschen länger. Bis gleich. Kein Hektik. Erstmal leer trinken. Ich hasse es ja, ne? Was denn? Der Rübenbruder hat den Trigger erkannt, animiert auch schön das Band, das er überlädt, nur leider lädt er keine Rüben über. Oh, das ist ja nervig. So richtig. Es hat 3-mal hervorragend funktioniert und jetzt hält das Ding sich für was Besonderes. Das ist so mit Rübenroder. Ja. Genau wie der Helfer. Die halten sich auch für was Besonderes. Jetzt versuche ich ihn auszutricksen. Jetzt fahren wir ihn dann nochmal dran. Ach, Mieze. Entscheide ich doch mal, wo du hin willst. Ist von und zu Rübenbruder. Genau. Mhm. Von und zu. Ein Adliger. Guck mal, er hat den Trigger aber erkannt. Ich kann jetzt nicht mehr hier abladen drücken. Ja. Was ein Arsch. Mit aber oder ohne Ohren? Das ist doch ein Kinderhörspiel. Nee, ist es nicht. Egal. Boah, du Vollpfosten. So. Muss ich mir jetzt ernsthaft allen Ernstes einen Traktor mit einem Anhänger besorgen? Mach deine Arbeit, Helfer. Ach, gut aus. Ich habe nur noch mal gewarnt. Sieht das gut aus? Der Herbie passt schon auf. Guck mal.
Geht doch. Nee, er macht Miete. Was? War nicht, doch nicht weit genug dran. Schiebe ich gleich mit der Schaufel rein, ist nicht so schlimm. Opi hat wieder vergessen, das Mikro auszumachen. Aufmerksamkeit kann ich immer gut. Keine Ahnung warum. Also das Silo ist aber nicht voll. Ja gut. Ich sag mal, freu dich doch, wenn du 50 Follower für einen Stream gesammelt hast. Vor über einem Jahr. Ja. Alle schick. Okay, go, go. Den Kipper kann man nicht da entladen, oder? Der hatte kein hier entladen, richtig? Auch mit Strong, mit Strong E könntest du ihn, glaube ich, so abkönnen. STRG und dann das E oder wie oder was? Ja, ja. Schon verstanden. Ja. Aber wahrscheinlich nur. Ja, geht. Wenn ich nicht im Trigger stehe, geht das. Schiebe ich zur Not gleich mit der Schaufel darüber. Nö, macht er nicht. Jetzt. Wieder da. Wibi! Wieder da! Wibi! Wibi! Wieder da! Wibi! Wieder da! Wibi! Wibi! Ah, das macht dann Spaß. Leute, ihr seid auch wieder minimal Banane. Alles gut. Auch wenn kann ich immer gut, keine Ahnung warum, habe ich interessant, wird fast 50. Gut, auf den Text gehe ich nicht weiter ein. Ich wollte auch gar nicht wissen, ob du in der Richtung überhaupt irgendwas machst. Oh, danke, Herbie. Risitz, Herbie, Prost, Kaffee, danke. Mach ich, wenn ich wieder angekommen bin. Prost! Prost! Könnte mal jemand hier an der von Schienbein treten? Hock. Komm nicht an. Tut mir leid, Anja, war nicht böse gemeint. Bibi, Prost. Dankeschön, Falco. Ein Schienbein tritt nach Anweisung, ja. Du hast die dienstliche Anweisung gekriegt, Anja bloß Schienbein zu treten. Das tut doch weh. Wie, auch wie, noch wie, das wie? Rechte Schienbein. Bock, Entschuldigung. Anja. Gut, der Herbie sorgt ja für Ablenkung, dafür tut jetzt gleich der Kopf weh. Nee. Das ist gemein. Wir sind aber nicht gemein. Doch. Ganz gemein. Mimimi. Ja, es ist Mimimi Dienstag. Ja, wir haben ja schon Dienstag. Ja, gestern war dein freier Tag und heute ist Dienstag. Was? So spät ist das schon? Sind wir nicht, von Herbie. Ja, ich finde es immer gut, dass Herbie das schreibt und das ohne rot zu werden. Bäh, selber. Sorry, ich hoffe, das kam jetzt nicht als Werbung rüber. Ich ziehe mir eh... Er spricht dasselbe wieder an. Na gut. Boah, jetzt knurrt mich mein Magen auch noch an. Ist in Ordnung, Risix. Ist in Ordnung. Du hast Hunger, Anja. Du wirst gleich eine Calzone verspeisen. Nein, jetzt gerade nicht. Bäh. Anja. Calzone. Aber
Dafür musst du doch der Kalzone nicht die Zunge rausstrecken. Nö, aber der Schildkröte. Der Schildkröte oder meinst du im Herbie? Der arme Bauch. Okay, Thema abgehakt. Yo. Da kam, glaube ich, der Zug hinter mir und er war nicht auf meiner Karte zu sehen. Böser Zug. Iss mich, Kalzone. Iss mich! Sind Sie... Was? Die Kalzone soll mich essen? Hörst du die Stimme aus der Küche nicht an, ja? Nein, ich habe die Kopfhörer auf. Deswegen höre ich ja nichts. Ach so, aber hörst du sie nicht flüstern? Iss mich! Nein. Ein Komet schmeißt dich weg. Der erzählt schon die ganze Zeit nichts mehr, ne? Ich überlege schon die ganze Zeit zum Bällebad zu rennen, aber ich kann mich noch beherrschen. Da wollte er heute den ganzen Nachmittag schon hin. Ins Bällebad. Gleich stupst es auf die Schulter, ja, ist das die Kalzone. Iss mich! Hast du mich nicht gehört? Nein, ich höre nichts. Prost. Zum Wohl. Prost. Ja, da kamen nicht viele Steine runter. Na, Mizi, wieder da. Dass ich den Kalk verkauft habe, der noch in dem Ding war. Es war nämlich der Ausgang voll. Und es waren noch Reststeine drin. Hast du nicht umgelagert in Silo? Ist er noch drin? Im Silo ist auch noch. Warte, ich mache einen Kontrollblick. Was bauen wir eigentlich an? Sonnenblumen, ne? Ja. Kann sein. Mono? 150.000 Liter sind noch im Silo. Ist das der steilende Sammler von Eid? Von PBS. Achso. PBS-Mods. Ich weiß nicht, was das heißt, Herbie. Deswegen lese ich das nicht vor. Sonnenblume. Helianthus, was? Das müsste Sonnenblume heißen. Helianthus anus, Sonnenblume. Botanisch. Weil das Helianthus-Schneidwerk ist auch das Sonnenblumenschneidwerk. Ja. Daher hätte ich jetzt mal vermutet, dass das vielleicht zusammengehört. Genau, sagt die Omi. Die kennt die Worte ja auch, die botanischen Begriffe. Richtig, Sam von Herbie. Aber ihr seid mir unter Garantie nicht böse, dass das wirklich nur ein 2-Stunden-Stream wird, ne? Alles gut, Opi. Jedenfalls ein paar, ja, ein paar viele kennst du davon. Ja, vielleicht jetzt nicht mehr, weil du da so lange raus bist. Alles gut, schreibt Herbie. Bin ja froh, dass du überhaupt gestreamt hast. Da bin ich auch froh drum. Bin aber interessant, dass der so Begriffe wie Anus nicht zensiert. Ja, ne? Deswegen habe ich das alleine schon nicht vorgelesen. Auf meinem Telefon im Chat sind da Sternchen zu sehen. Dann alles Gute, Opi, Gesundheit geht vor, da hast du recht mit. Okay, die Mod kenne ich nicht. Ich habe offenbar gleiche 8000 Liter Kapazität und erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit. Erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit weiß ich gar nicht, aber wir haben Ladekapazität. 3 km/h schneller. Genau, der ist 3 km/h schneller und der hat 7300 Liter, aber ist ähnliche Liga. Und man kann halt die Farben und so weiter individualisieren. Bei mir auch, Anja. Ja, interessant, da ist der Computer-Client und der Handy-Client mal wieder total unterschiedlich. Ja. Bei mir hat das nicht zensiert. Bei mir auch nicht. Naja.
Was der Handy-Client auch regelmäßig zensiert, ist, wenn jemand das Leerzeichen hinter dem Punkt vergisst. Dann denkt er nämlich immer, das wäre ein Link, und der Handy-Client zensiert das dann. Das kannst du dann nicht mehr lesen. Das mit den Farben ist nice, das gibt von dem von Ikes nicht. Bei mir steht doch ein Handianus, ja. Ja, und hier stehen wieder die Sternchen. Anja, dein Handy ist einfach nicht Jugend, also es ist ein Jugendschutz drauf. Hä? Fahr doch auf die andere Seite. Ja, hat nicht funktioniert. Ich habe nicht ordentlich ausgeholt. Richtig fahren reicht, weißt du? Beim Johnny steht das auch. Ich hab's auf dem Handy nicht an, deshalb kann ich's nicht nachgucken. Müsste mein Handy tanken, das hat sich eben beschwert. Jetzt müsste aber langsam, aber sicher, wenn ich die fortgeschrittene Zeit so sehe, unser Holi mal aufkreuzen, damit ich die dann Wasser fahren kann. Mhm. Bei mir auf dem PC ist auch nicht zensiert. Mhm. Komisch. Wie wird eigentlich Anus geschrieben? Wassermarsch von Lufti. Hallo, Luftibus, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Abend, Luftibus. Mal eben die Maschine hier anschalten. Ja, genau. Das ist die richtige Schreibweise, Irby. Und kommt direkt mit Wassermarsch um die Ecke. Mhm. Luftibus. Hallo, Luftibus. So. Wassermarsch war gefordert. Es war T9, Zwinker. Meine Finger waren zu schnell. Ach Katze, hör doch auf damit. Flinke Finger, eiskaltes Händchen und so. Wohl eher flinke Krallen. Vielleicht A, Bindestrich Nuss. Ja, kommt dann von hohle Nuss, ne? Prost. Genau. Kann man noch einen Comic drüber machen, über Anus und Venus. Es gibt ja auch ein A-Hörnchen und ein B-Hörnchen, warum auch nicht? Genau. Und die A-Nüsse sind immer für das A-Hörnchen und die B-Nüsse für B-Hörnchen. Genau. Selbstverständlich. Mhm. Prost. Gibt auch keinen Streit mehr. Genau. Prost. Prost. Na, ich gibt's hab auch mal ein C-Hörnchen? Ja, das wird aber nicht erwähnt, das kriegt nur die kaputtgebrochenen. Oh. Oh, das Restehörnchen. Hm. Ich verabschiede mich bestimmt jetzt ins Bett, wünsche dir eine erholsame Nacht bis morgen früh. Johnny, ich wünsche dir auch eine angenehme Nachtruhe. Lass es dir gut gehen. Bis morgen. Nacht, Johnny. Tschüss. Bis morgen. Hallo. Nacht, Johnny. Moin, Johnny. Tschüss, Johnny. Gute Nacht. Schlaf gut. Ob morgen früh oder nicht, das wird sich rausstellen, wie sich meine Nacht gestaltet. Guck da mal in die M&M's-Tüte, wie spät das ist. Das ist bestimmt Viertel vor, da ist noch was drin. Genau. So bunt wie die aussehen, ist da Viertel vor Ostern in der Tüte. Ja. Es gibt noch keinen anderen Namen für die Sonnenblumen botanisch. Okay, ich finde... Es muss nicht jede Blume drei Namen haben. Einer reicht doch. Ja. Es reicht ja, wenn es davon 200 Arten gibt, ne? Genau. Sonst hätte ich die genommen. Da ist der Discord-Link. Dankeschön. 200 Arten Sonnenblumen? Oder? Gestern habe ich eine interessante Mod gefunden. Eine Big M mit Anhängerkupplung und Kraftwelle kann man direkt Ladewagen, Ballenpresse oder anderes dranhängen. Ja, aber ich glaube, den Big M gibt es in Wirklichkeit gar nicht mit Zapfwelle.
Was ist ein Big M? Ein Selbstfahrer-Rasenmäher. Zum Beispiel. Da gibt es auch Leute, die haben den umgebaut zum selbstfahrenden Mulcher und so weiter. Mhm. Ja. Das ist im Prinzip ein selbstfahrendes Mähwerk, genauso wie der Klaas Kuga oder so. Da, hier, Mähtechnik. Krone Big M. Ah, okay. Stimmt wohl realistisch oder nicht, aber praktisch, da hast du recht mit. Ja, ich bin unterwegs. Support, Sir. Einen kleinen Augenblick noch. Dürfte ich eventuell erst die Kupplung abkuppeln, damit ich mir was anderes ankuppeln kann? Na gut. Wir warten so lange. Jetzt? Nope. Okay. Komet. Ein Hauptnamen für die Pflanzen, ja, mit Zusatz für Kreuzung und anderen Farben. Aha. Kirby, Komet. Ja. Nee, bis dahin, nee, glaube ich nicht. Noch nicht der mal. Der Herbie schrieb Komet. Deswegen. Ja. Noch nicht mal spirituell. Ja, mein Herbie. Mein Herbie. Oh, du mein Herbielein. Also wenn jetzt die Deminutivendungen kommen, ne, dann bin ich raus. Die was? Die Verniedlichungen. Herbiechen, Herbielein, Herbili. Du sollst irgendwas lesen. Ja, ich habe doch vorgelesen, es gibt nur einen Hauptnamen für die Pflanzen mit Zusatz für Kreuzung und anderen Farben. Und danach kam Komet oder noch weiter oben. Sonst hätte ich... Nee, da ist nichts anderes. Ja, das weiß ich ja. Ein Hauptname, aber es gibt dann verschiedene... Kreuzvarianten. Aber wie viele Sorten es da gibt, ob das jetzt 200 sind oder mehr oder weniger. Das war der Satz, den hatte ich schon gelesen, Herbie. Das war nur grob geschätzt. Ja. Ach so, das war vielleicht für ein Komet gedacht. Ja. Michel, warum wart ihr denn nicht auf der Hochzeit? Oh, eigentlich sollten wir heute zur Hochzeit sein, weil Michel krank ist. Hm. Opi, hast du Prost gemacht? Achso, das... Nein, ist gut. Alles gut, ich bin verwirrt. Ich darf auch mal verwirrt sein. Yes. Man verzeihe mir meine Verwirrtheit. Wenn du irgendwo in deinem Leben verwirrt sein kannst, dann unter Garantie hier. Ich muss zum Bällebad. Oh, heute mit dem Traktor. Ja, es geht schneller. Hauptnamen, da kommen die Kreuzungen dahinter und die Familienzugehörigkeit. Aha. A, weil ich krank bin und dann 2G. Mein Mann würde da nicht mit reinzählen. Aha. Du bist fast da, Komet. Du bist fast da. Heile mich. Bumm, die Beine durch das ganze Feld gesaust. So rums in die ganze Stapel rein. Oh Mann. Juhu. Schon geht's mir besser. Es kommen bald noch mehr, Komet. Es kommen bald noch mehr. Komet, was machst du? Er ist wieder im Paradies. Im bunten Bällebad. Ist die Welt noch bunt. Es ist so leicht, einen Komet glücklich zu machen. Ah, und wieder zurück. Ich habe Pause gemacht, weiterarbeiten. Ich hab die passenden Pillen, wenn ich bunt haben will, ich weiß wie. Komm ich nicht dran. Mein Arzt verschreibt mir die nicht. Dafür kriegst du von uns dann ganz viele bunte Ballaballas. Pico-Baller?
Ah, von mir aus auch Pico-Baller. Komet, bis auf weiteres im Bällebad. Komets neue Postanschrift. Bei den bunten Bällen. Erst war ich bei Opi, danach bei Baller. Nicht ausmachen, komisches altes Ding. Leerpumpen. Was sehen wir hier an? Hafer. Hafer. Das ist das Haferfeld. Dort ist das Haferfeld. Hier gibt es jetzt erstmal nur Mais. Mais, 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 Mais. Mais, 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 Mais. Muss ich da rein, oder? Das war doof. Für die Fischparty? Ja. Kaviar, 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 Kaviar. Nennt er dann Pause, ist klar. Komet ist in seinem ganz privaten Baller-Baller-Bad. Ja. Baller-Baller. Warum habe ich eigentlich das Licht an? Keine Ahnung. Ich musste. Wo muss ich rein? Muss ich da rein oder muss ich hier rein? Ich versuche mal da oder weiter schon. Ich habe keine Ahnung. Nee, hier muss ich rein. Noch nicht leer. Oh Gott. Den Rest ganz vorne reinpumpen und dann endlich Max voll machen. Mann, das hat gedauert. Müsst ihr eigentlich bald wissen, wie viele Bälle da sind? Ja, wenn er mehr Hände hätte. Komet, kannst du eigentlich mit so vielen Ballen gleichzeitig jonglieren? Nein. Ich bin nicht multitaskingfähig. Da musst du noch üben. Ich warte geduldig. Oh, das ist aber lieb von dir. Ihr seid alle so großzügig. Ja, ne? Finde ich auch. Ist sie stark genug? Der gute LKW ist vollkommen runtergerockt. Kein Wunder, dem fehlt bestimmt schon die Hälfte an PS-Zahl. Diesen Zug gibt es nur noch wegen Holi. Sonst wäre das Ding schon in der Versenkung verschwunden. So ein bisschen Nostalgie. Aus der Marsch! Und da ist der Discord-Link. Dankeschön. Jawohl, eine Drehsonne. Habe ich den Funfact heute verpasst? Nein. Wir hatten noch keinen Funfact? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Holy, hatten wir heute schon einen Funfact? Der letzte war, glaube ich, gestern. War auch wieder so ein kurzer. Gestern kann ja nicht. Ja, vorgestern. Ja, beim letzten Stream. Danke. Bitte. Wann streamst du wieder? Dann komme ich ja morgen früh als Überraschungsgast. Prost! Lass es dir schmecken. Prost, Max. Hast du frei, Komet? Ich habe morgen frei, ja. Ich muss Samstag arbeiten. Ach so. Und Kaffee von Herbie. Prost, Herbie.
Zum Wohl, Max. Oh. Ah, lecker mit Cannon Quest. Gönn dir. Max voll, dann gehen wir jetzt abladen, bis die Gewächse voll sind und dann tanken wir den nochmal auf, dann hat Max noch einen zweiten voll. Und ich habe die Gewächshäuser aufgefüllt. Die Kartoffelbrotbäckerei mag auch Wasser haben, falls du bei der noch nicht warst. Doch, aber ich habe kein Mehl, also mach die keine Backe-Backe-Kuchen. Hat hast du gar kein Mehl? Nicht mal Kartoffelmehl? Ach so, die macht kein Kartoffelbrot ohne normales Mehl. Wie blöde. Aber macht nichts, dafür ist alles darin voll, bis zur Unterlippe Oberkante. Schade, dass wir an Opis Bäckerei kein Kartoffelbrot, kein Kartoffelmehl verkaufen können. Den normales Mehl. Kartoffelmehl hat er ja. Wir könnten auch normales Mehl verkaufen, so ist das nicht. Aber macht nichts. Ich pflanze ja schon Sonnenblumen an und nach den Sonnenblumen kommt Hafer. Doch, Hafer. Können wir Opi 2 Wochen beim Strohsammeln zugucken? Beim Ballenpressen. Mhm. Habe ich mir eigentlich schon eine Ballenpresse gekauft? Das weiß ich gar nicht, ob du hier eine Ballenpresse hast. Ich glaube, beim letzten Mal bist du noch mit unserer gefahren. Namen dir Lieben vom Tommy. Tommy, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Tommy. Guten Abend. Guten Abend, Tommy. Ich kaufe mir definitiv eine Quaderballenpresse. Ja, das Büro ist ja auch sinnvoll. Namen von Hirpi. Auf den Ladewagen passen dann nur 14 drauf statt 24. Das ist schon ein Unterschied. Das macht nichts. Dafür fährt man schneller. Und man ist schneller fertig mit dem Pressen. Ja, klar, ein bisschen. Man muss nicht so aufpassen. Nicht so oft anhalten. Dafür dauert das Einsammeln viel länger. Irgendwas ist ja inne. Genau, man kann ja nicht alles haben. Guten Abend vom Hörbi. In Frankreich ist es jetzt 19.53 Uhr. Den vorderen Trigger hatten wir schon. Passt aber noch rein. Gut. Und zurück. Nächste Ladung kommt. Such mal, ob der wieder schneller fährt. Der geht ja eigentlich 12. So. Du meinst, ob ich heute ohne Blattern auskomme? Womit seid ihr unterwegs? Mit dem Rübenruder. Der hatte ja am Sonntagabend so ein wenig die Flatter. Wenn VCR an war, warum auch immer. Na, bei euren Mengen an Rüben ist es auch kein Wunder. Der hat da Angst vor den Feldern, das war alles. Das war das, du meinst, das war das Angstzittern, jetzt hab ich's verstanden. Allein euer Großauftrag da auf der 68.
Ja, der braucht jetzt auch noch was. Wir waren gestern Abend nicht im Spiel, daraufhin ist die Zuckerfabrik vollgelaufen. Und hat heute leider keine Rüben verarbeitet. Oh nein. Als wäre das ein Monatsauftrag, wa? Habt ihr euch euren freien Tag zu meinem freien Tag gemacht? Ja, wir haben, wie gesagt, das Büro umgeräumt, gestern Abend dann. Und das ist dann irgendwie zeitlich etwas ausgeufert. Länger geworden als gedacht. Also quasi, du hast mit Schreibtischplatten gebastelt und wir haben dann Ähnliches mit Schreibtischen gemacht. Aha, ja, stimmt. Du hast ja den Stell-mich-hin-Schreibtisch aufgebaut. Max, wohl! Ja. Prost! Prost! Zum Wohl! Was man für einen Quatsch man kommen kann, ne? Wegen so einer blöden Max-Bezeichnung. Kann ja nur bei uns passieren. Hä? Um die Livania zu zitieren. Und schon kichert sie wieder. Den können wir dann einporken. Der Max ist bestimmt damit beschäftigt, den nächsten Funpack zu suchen. Oder der ist in sein Whiskyglas gefallen, das kann auch sein. Oh nein, Max ertrunken im Whisky. In so einem kleinen Gläschen. Ich wollte Steine abschalten. Die durchschnittliche McKellen Quest Flasche hält genau 10-mal Max voll. Oh, da muss er aber ganz schöne Pötte kippen. Mann. Na, 100 Milliliter, ne? Das ist jetzt... Ich weiß nicht, was der für eine Flasche hat. Mach an das Ding. Du darfst eine Runde jalken. Jalkophonie in der Südsee. Ah ja. In der Südsee. Oh, Kalkoe. Oh ja. Nicht? Ja, doch, ja. Das ist... Oh, Kalkoea, ea, 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 genau. Alternativ geht auch Kalkoea. Dann einen schönen Abend und einen angenehmen Nachtschlaf. Gut, bis morgen. Hör mir dir auch eine angenehme Nachtruhe. Mute. Gute Nacht, Herbie. Gute Nacht, Herbie. Schlaf gut. Schlaf, mein Herbie, schlaf ein. Okay. Jo, wie war das nochmal mit verniedlichen? Genau. Ich muss gerade mal ins bunte M&M-Bad. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Viel Spaß beim Runterknabbern. Ich springe gleich nachher ins Schnitzelbad. Ins Schnitzelbad? Aber das krümelt doch so. Ich habe ja auch eine Schnitzel-Unter-Krümellegung. Ach so. Nennt sich auch im Volksmund Teller. Und danach werde ich dann irgendwie mich aufdingseln und dann ins Schlafzimmer wackeldackeln und mich wieder irgendwie auf das Bett befördern.
Und dann erklären wir deinem Rücken, er soll sich gefälligst benehmen. Muss die Omi mal ein Machtwort sprechen? Ja. Damit du schlafen kannst. Schweinefilet im Speckmantel? Ich glaube, wir haben noch Schweinefilet im Kühlkeller. Hallo, Komet. Ich kann nicht kommen, sehen, nur gehört. Map, map. Map, map. Map, map. Ein Gelege auf den Putzi, ja. Aber es tut sich was in meinem Rücken. Es wandert langsam von unten hoch in die Schulterblätter. Ist das besser oder schlechter? Das ist besser. Okay. Aha. Ein Wanderschmerz. Ja, wenn also er in die Beine geht. Weiter wandern. Wenn er in die Beine geht, dann weißt du, dass du ein Problem hast. Mit Spätzle und Prinzessbohnen, das hört sich sehr gut an. Mhm. Und wie ich beruhe? Dann wirst du ja morgen wieder fantastische Fotos geben. Und dafür müsste ich den großen Hammer rausholen und dann gehst du im Koma schlafen. Ja, danke. Herbie, du bist so gemein. 12 Uhr. Das hab ich darauf Hunger. Du hast doch noch Calzone. Lass die erstmal. Hab ich halt Hunger auf Schweinefilet mit Spätzle und Prinzessbohnen. Oh, ich glaube, unsere Sponsum ist voll am Gewächshaus. Was man so alles in eine Calzone packen kann? Nein, nix Calzone. Schweinefilet. Ja. Mit Spätzle und Prinzessbohnen. Mit Calzone. Ja, Schweinefilet mit Spätzle, mit Spätzle und Prinzessbohnen im Calzone-Mantel. Das geht bestimmt. Man kann das Schweinefilet mit dem Bacon bestimmt in Pizzateig einbacken. Ja, kann man bestimmt. Nein. Nein. Doch. Und dabei kann man auch noch schön so kleine Tomaten mit einarbeiten, damit dann saftiger wird. Calzone, sagte Herbie. Du wolltest vorher fertig warten, ja. Calzone. Anja, ich habe das Gefühl, der Herbie nimmt dich nicht ernst. Nee, mich nimmt niemand ernst. Wir haben noch 5 Minuten. Ist bestimmt verkehrte Richtung gefahren, morgen mit dem Rad Richtung Soesterwarte? Soesterwarte? Wer ist in die verkehrte Richtung gefahren? Den Satz kriege ich nicht auf der Kette. Ich bin raus! Habe ich was nicht mitgekriegt? Irgendwie lecker, ja, sehr lecker. Wie meinst du die Calzone? Nein, Herbie ist bei, wir braten das Schweinefilet fertig, packen es in den Teig und dann backen wir es. Oh, so weit unten, nicht von oben. Ich wohne im ersten Stock. Gerade jetzt wohne ich auch im ersten Stock. Ich wohne in meiner Wohnung. Vergiss es. Nee, nicht heute. Nein, geht nicht. Klappt nicht. Ich wohne zu Hause. Aha. Guten Abend zusammen vom Dominik. Dominik, dir auch einen schönen guten Abend für die letzten 3 Minuten. Hallo. Schönen guten Abend. Guten Abend. Dominik, ich wohne da, wo mein Haus wohnt. Ich wohne immer da, wo die Omi ist. Guten Abend, Dominik. Ne, ich glaube, die Calzone hebe ich mir auf für morgen. Und was isst du stattdessen? Eis. Eis? Eis.
auch eine Option. Ist jetzt sowieso irgendwie was anderes, aber... Wie geht's dir, Opi, vom Kaltenberg, vom Dominik? Nicht gerade hervorragend, deswegen machen wir auch nur 2 Stunden. Jo. Ist so, sie an ihr? Ist sie an ihr? Komm, Herbie. Ich werde sie schon noch essen. Los, los, du brauchst sie nicht zu schonen. Du bist schließlich da, wo die Kalzonen wohnen. Und das ist gleich neben der Garage, wo das Fahrrad steht. Ja. Eine tiefgefrorene Kalzone ist auch mal was anderes, ne? Als Eis. Kalzone am Stiel. Eiskalzone? Ist das dann wie Eislasagne? Ja, du kannst da quasi die eine Vanilleeisplatte auswalzen und die füllst du dann mit leckeren Geschichten. Also mit Stracciatella oder was weiß ich, Haselnuss, Schoko, irgendwie sowas. Klingt gut. Wie gesagt, ich rein, finde ich ein bisschen komisch. Ist nur zu Weihnachten. Vielleicht ist sie beleidigt, die Kalzone. Wir sind ein bisschen komisch. Mhm. Warum? Eiskalzone? Kennst du kein Eis, keine Eislasagne? Geht die Eis? Die du in der Eisdiele kriegst, wo das Vanilleeis so geschichtet wird? Nein, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Okay, die gibt's bei uns tatsächlich in so ziemlich jeder Eisdiele. Die heißt dann tatsächlich auch Lasagne. Kenn ich auch. Nein, kenne ich nicht. Noch nie gesehen. Kenn Prinzip, ich nicht. Genau, das sind im Prinzip die Nudelplatten aus Vanilleeis, wenn du es so haben willst. Und dazwischen hast du dann Erdbeeren, Sahne gefroren oder was auch immer geschichtet. Gibt ja verschiedene Varianten mit Schokosoße dazwischen oder mit Erdbeersoße dazwischen. Oder Waldfrucht. Haben die auch eine? Fun Fact: Die Schuhgröße der Freiheitsstatue ist 1200. Ja. Die Ärmste, das ist bestimmt teuer, wenn die neue Schuhe braucht. Ja. Mhm. Und wer soll die anfertigen? Die Franzosen. Genau, von denen ist die. Genau. Zum Unabhängigkeitstag geschenkt. Der Schuster? Mhm. Hat er aber ausgesorgt. Ja, da glaubt man dran. Die armen Kühe. Wer hat denn hier von Lederschuhen gesprochen? Dann richtig. Oh ja, wir haben fertig. So, es wäre gratis jetzt, ne? Es wäre. Ich muss da eben das Feld zu Ende machen, dann ist Ende. Ja, der Opi klingt so richtig nach einem gebrauchten Tag. Ja. Kupfer, ja, das lohnt. Ja, das lohnt sowas von. Ja, wie ganz viele Herzchen und Fleischsternchen. Dankeschön. Und Schlängeliesels. Gute Nacht zusammen, schlaf gut von Anja. Anja, viel Spaß bei der Kalzone. Was ist los? Nix. Sagen wir was, haut auch ganz viele Herzchen raus. Danke, danke. Der Herbie haut ein Io raus. Ein Io-Drachen. Da ist ein Io-Drache. Ja. Little Io. Anja, hau rein. Wo soll ich ihn reinhauen? Na, in die Kalzone. Achso, nee. Hau rein von wegen Spachteln. Und Komet haut auch ganz viele Herzchen raus. Dankeschön. Ich hau gleich den Löffel ins Eis rein. Oh. Oh, der hat aber ein leichtes Spritproblem, der Junge. Ist ja fast leer. Dann wird's aber Zeit zum Tanken. Warum ist denn der fast leer? Habe ich den wieder mal irgendwo stehen lassen? Direkt mal rechts und links kontrollieren, dass bei uns der Sprit noch in Ordnung ist. Flexartig guck ich auch gerade über die Bildschirme. Aber... Meine lieben Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Wo ist meine Maus? Hallo? Achso, ich muss ja erstmal raus. Gute Nacht, Fuzzi, schlaf gut. Ein Femdrache. Der will mich doch veräppeln, oder?
Nein, ich glaube, das ist einfach nur ein Drache. Der Sam-Drache ist kürzer und guckt in die andere Richtung. Stimmt. Dir auch, Holy. Gute Nacht, Max. So, ich wünsche euch dadurch allen einen schönen, gemütlichen Abend. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Lasst es euch gut gehen. Gute Nacht. Bis morgen, Obi. Dominik, dir auch. Eine Omi-Drache ist das, ja. Das ist der einfache Drache. Ah, okay. ist der Omi-Drache. Mhm. Danke für die ganzen neuen Follower. Und danke für den Raid. Und danke für die ganzen Bits und Gift-Zaps. Dankeschön. Kurz und bündig. Lasst es euch gut gehen. Ich bin raus und tschüss. Bis zusammen. Au, bis moin.